Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin Museumspädagoge am Museum Natur und Mensch hier in Freiburg. Wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt gerade im Mai eigentlich lieber draußen unterwegs in der Natur. Es ist grün draußen, überall blüht es. Und wenn ich unterwegs bin und Pflanzen finde, die ich nicht kenne, dann ja, nehme ich die manchmal mit, um sie hier in meine Pflanzensammlung hineinzulegen, in ein sogenanntes Herbarium. Das hilft einem, um die ganzen Pflanzennamen kennenzulernen und es sieht einfach auch wunderschön aus. Was ihr dazu braucht, als allerwichtigstes, ist eine Pflanzenpresse. Ihr seht, diese Pflanze ist gepresst. Und so eine Pflanzenpresse lässt sich ganz einfach selber herstellen. Was ihr dazu braucht, sind zwei Bretter. Am besten hier so DIN A4 Größe ist ideal. Ihr braucht hier eine große Schraube, davon auch vier Stück. Und jeweils eine passende Mutter, die ihr da oben drauf schrauben könnt. Das ist eigentlich schon alles. Natürlich braucht ihr noch ein entsprechendes Gerät, um da Löcher reinzubohren, denn was wir brauchen an allen vier Ecken ein Loch. Ich habe jetzt hier mit dem Geodreieck jeweils in einem Abstand von 1 Zentimeter mir ein kleines Kreuz gemacht, sodass ich weiß, wo ich dann gleich bohren muss. Beim Bohren müsst ihr euch auf jeden Fall natürlich helfen lassen. Ihr braucht einen Bohrer, der entsprechend dick genug ist, damit eure Schraube nachher da durchpasst. Und ich bohre jetzt gerade mal ein Loch für euch vor, dass ihr das seht. Also man muss schauen, dass das wirklich in der Mitte ist. Und dann bohrt man das hier rein. So, und so habe ich das bei zwei Brettern schon gemacht, an allen vier Seiten. Das kann ich euch gleich zeigen. Ich habe das hier hinten vorbereitet. Und da sieht man dann schon, wie das so zusammen gleich aussieht. Also ihr habt ein Brett hier unten und da habe ich jetzt durch alle Löcher diese Schrauben durchgesteckt. Ein bisschen festdrücken, dass das auch hält. Und damit ist eure Pflanzenpresse eigentlich schon fast fertig. Ihr habt einen Boden. Hier innen habe ich Kartonstreifen so zugeschnitten, dass sie hier auch reinpassen. Und zwischen den Kartonstreifen ist Zeitungspapier. Das ist wichtig, um nachher die Feuchtigkeit aus der Pflanze herauszusaugen. Und wenn ihr dann den Deckel da drauf macht, habt ihr eigentlich schon eure Pflanzenpresse fertig. Um euch zu zeigen, wie man eine Pflanze in so eine Pflanzenpresse einlegt, war ich an der Dreisam und habe eine meiner Lieblingspflanzen gesammelt. Das ist eine Goldnessel. Wenn ihr unterwegs seid beim Sammeln, müsst ihr übrigens darauf achten, dass ihr das nicht in einem Naturschutzgebiet macht. Das ist natürlich verboten. Also hier waren wir jetzt mitten in der Stadt unterwegs. Ich habe diese Pflanzenpresse jetzt hier einmal aufgemacht und das Zeitungspapier, das ich zugeschnitten habe, mache ich jetzt hier einmal auf, lege die Goldnessel hier rein und dann muss man ein bisschen mit den Fingern drücken, dass das alles so liegt, wie man das nachher auch haben möchte, dass die Blätter gerade sind, dass nichts überlappt. Einfach ein bisschen mit dem Daumen beherzt zudrücken und dann vorsichtig das Zeitungspapier drüber machen, einmal feststreichen und dann kommt der Pappkarton drauf zur Stabilität und dann kann man den Deckel aufsetzen. Und jetzt muss man, damit es ordentlich gepresst wird, die vier Flügelmuttern aufsetzen. So. Wenn ihr das gut angezogen habt, dann muss das 2 Wochen etwa an einem ja, schönen, luftigen, trockenen Ort trocknen. Und ich war vor 2 Wochen schon unterwegs, habe so eine Goldnessel gesammelt und kann euch jetzt zeigen, wie die dann nach 2 Wochen aussieht. Dann habt ihr tatsächlich hier diese gleiche Pflanze noch einmal, die Goldnessel. Und wenn ihr sie jetzt für ein Herbarium aufbewahren wollt, dann legt man sie hier auf so ein weißes Papier und muss sie noch festkleben. Dazu nimmt man am besten Klebestreifen. Die habe ich jetzt hier einfach mit einer Schere zugeschnitten, sodass ich so dünne, lange Streifen habe. Und die kann ich dann einfach an ein paar Stellen hier drüber legen und schon ist die Pflanze ganz sicher auf dem Blatt Papier drauf. Dann, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht, muss man noch aufschreiben, natürlich, wo man die Pflanze gesammelt hat, dann den Namen, um den geht es ja, wir wollen uns ja
die Namen der Pflanzen merken und ganz wichtig, wer es gesammelt hat. Also hier müsst ihr dann auch euren Namen aufschreiben. Und ja, damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Geht selber raus, sammelt, schaut, was ihr findet. Ich kann euch sicher sagen, es macht Spaß und ihr seid draußen an der frischen Luft.